Hingabe ist, sich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen, anstelle sich ihm zu widersetzen. Ich habe als Kind bei dem Wort Hingabe immer so ein bestimmtes inneres Bild gehabt. Und zwar habe ich immer da eine Person gesehen, so ein bisschen in dieser Haltung, passiv, ohnmächtig. Jemand, der zu allem Ja und Amen sagt, der alles hinnimmt. Vielleicht auch ein bisschen so die Energie des Aufgebens dabei. Und heute verstehe ich, dass Hingabe eine doch sehr andere Qualität ist. Und dass Hingabe und aktiv im Außen zu sein, sich überhaupt nicht widersprechen. Hingabe bedeutet, diesen Moment, diesen Jetzt-Moment vollkommen anzunehmen. Und zwar anzunehmen, ohne ihn zu benennen, ohne ihn zu bewerten. Wir dürfen verstehen, dass nur durch unsere Bewertung Dinge freudvoll oder schmerzhaft wahrgenommen werden können. Also es ist unsere Bewertung, die oft die Negativität in eine Situation reinbringt und nicht die Situation, diese eigentlich neutrale Situation an für sich. Und wie gesagt, das gilt natürlich auch für die freudvollen Dinge, nur fällt es uns da viel, viel leichter, Hingabe zu praktizieren. Deswegen möchte ich mal meinen Fokus auf die negativen Ereignisse lenken. Wenn wir uns im Leben unbefriedigt fühlen an einer Stelle oder bezüglich einer gewissen Situation im Widerstand sind, dann ist es die Voraussetzung dafür, dass sich etwas ändern kann, ist, dass wir die Situation annehmen, dass wir sie erstmal annehmen. Das ist eben die Hingabe, die Qualität der Hingabe. Erst wenn wir eine Situation vollständig annehmen, kann sie sich überhaupt verändern. Ich werde dazu auch gleich nochmal ein Beispiel nennen. Wenn wir aus der Energie der Hingabe agieren, dann schöpfen wir aus einer ganz anderen Energie, als wenn wir aus der Qualität des Widerstandes heraus agieren. Wenn wir in der Hingabe sind, sind wir mit der Seinsenergie der Quelle verbunden. Und wenn wir mit dieser Energie verbunden sind, und das habe ich schon in meinem letzten Video erwähnt, wo es um das Thema der Wahrheit geht, wenn wir mit der Seinsenergie der Quelle verbunden sind, dann sind wir mit unserer freudigen Lebensenergie verbunden. Und wie gesagt, schöpfen wir aus dieser Seinsenergie heraus, kreieren wir eine andere Realität, ein anderes Resultat, als wenn wir aus dem Widerstand heraus agieren. Das heißt auch, dass unser Bewusstseinszustand in diesem Moment unsere Zukunft bestimmen wird. Denn dieser Moment, der Bewusstseinszustand von mir in diesem Moment bestimmt den nächsten Moment. Und mein Bewusstseinszustand in diesem nächsten Moment bestimmt den übernächsten Moment und so fort. Das heißt, wir bestimmen damit unsere Zukunft. Dass, wenn du in der Hingabe bist, dann erkennst du sehr, sehr klar den nächsten Schritt. Das ist auch eine Qualität der Hingabe. Ich möchte jetzt doch mal eben ein Beispiel nennen. Und zwar, ja, stell dir vor, ich muss jetzt gerade selbst lachen. Stell dir vor, morgens ein Geburtstag und du hast für diesen Geburtstag einen Kuchen gebacken. Und jetzt kommst du nach Hause und du stellst fest, dein Partner hat die Hälfte des Kuchens aufgegessen. Natürlich bist du sauer, denn du hast keine Energie, keine Zeit, wie auch immer, jetzt nochmal einen Kuchen zu backen. Und morgen ist schon der Geburtstag.
So, du kreierst ein anderes Resultat, wenn du direkt aus dem Widerstand heraus agierst und deinen Partner zum Beispiel anschreist, oder ob du erstmal in dich gehst und versuchst, die Situation vollkommen anzunehmen. Und annehmen heißt nicht für gut befinden. Das sind zwei Paar Stiefel. Mit annehmen meine ich, die Situation erstmal bewertungsfrei anzunehmen. Das heißt im Grunde, wenn ich das jetzt mal in Worte formulieren sollte, eine rationale Sachstandanalyse. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser formulieren kann. In diesem Fall wäre es, okay, mein Partner hat die Hälfte des Kuchens gegessen. Das ist erstmal ein neutraler Zustand. Ich könnte jetzt reagieren, oh toll, es hat ihm geschmeckt, ich back gleich noch 5 Kuchen. Dann hat er auch noch 4, ja? Das ist eine Möglichkeit, das ist dann Freude. Oder wir sind eben total sauer, weil wir eben jetzt nicht nochmal die Zeit haben oder die Kraft haben, nochmal einen Kuchen zu backen. Und das zeigt, dieses Beispiel zeigt, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, dass am Ende unsere Bewertung das ist, was, wo, es ist unsere Bewertung, was wir aus einer Situation machen. Und wie gesagt, wenn wir das positiv bewerten, dann ist es viel, viel einfacher, die Situation anzunehmen, als wenn wir sie negativ bewerten. Aber wenn wir aus diesem bewertungsfreien Raum, also das Agieren, das heißt, die Situation erstmal per se angenommen haben und dann agieren, kreieren wir was ganz, ganz anderes. Deine Reaktion wird eine andere sein, wie wenn du eben, wie gesagt, aus dem Raum des Widerstandes agierst. Was ich auch festgestellt habe in meinem Leben, ist, dass durch das reine Annehmen der Situation sich bereits die Situation ändert. Das heißt, es auf energetischer Ebene findet schon ein Shift statt. Ich hatte neulich in meinem Leben diese Situation. Es war eine ziemlich krasse Situation. Und zwar bin ich eine Situation reingeworfen worden, die mich erstmal per se überrascht hat. Und ich brauchte erstmal eine ganze, ganze Weile meine eigene Wahrheit herauszufinden. Und also die Situation war ganz, ganz anders, wie ich sie mir vorher vorgestellt hatte. Dann brauchte ich eine ganz, ganze Weile eben, um meine Wahrheit rauszufinden. Und als ich meine tief empfundene Wahrheit, als mir das klar war, was meine Wahrheit ist, wollte ich sie nicht annehmen. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das meine herzverbundene Wahrheit ist. Es war ein ziemlich schwieriger Prozess und hat viel Hingabe meinerseits erfordert. Einfach nur das Annehmen meiner Wahrheit hat Hingabe erfordert. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, damit jetzt in die Aktion zu gehen. Das heißt, meine Wahrheit auszusprechen, sie zu kommunizieren. Und als ich das getan hatte, hat es wieder Hingabe erfordert. Hingabe an die Situation, die jetzt neu entstanden ist. Denn wie ich gerade gesagt habe, alleine durch das Annehmen der Situation hat sich bereits was energetisch verändert. Dann durch das Aussprechen meiner Wahrheit hat sich natürlich wieder energetisch was geändert. Und dann hat sich eine neue Situation kreiert. Und auch diese wieder anzunehmen, erforderte absolute Hingabe. Und was ich auch festgestellt habe, ich hatte keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen positiven Ausgang und auch keinen negativen Ausgang gesehen. Ich habe eigentlich eher einen negativen Ausgang befürchtet. Aber was ich auch festgestellt habe,
durch das Aussprechen meiner Wahrheit und durch die Hingabe in diesem Moment und durch das Lauschen des Lebens, dem Leben in diesem Moment zuzuhören. Auch da wieder Hingabe. Machen wir den Weg frei für Wachstum. Ich möchte noch mal etwas benennen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Wir trauen uns meistens nur, uns für unsere Wahrheit einzusetzen und sich dem hinzugeben, wenn wir einen positiven Ausgang vermuten, wenn wir einen negativen Ausgang vermuten. Dann setzen wir uns tendenziell nicht für unsere Wahrheit ein. Dann leben wir lieber in einer Illusion, als dass wir uns für unsere Wahrheit einsetzen. Und wir lernen das nämlich auch schon in ganz, ganz frühester Kindheit. Ich möchte mal ein Beispiel dafür nennen. Angenommen, du hast als Kind deine Hausaufgaben nicht gemacht und jetzt gehst du zur Lehrerin und sprichst das an und sagst ihr ganz ehrlich, so wie es ist, ich habe meine Hausaufgaben nicht. Und jetzt fängt die Lehrerin an, dich vor der Klasse niederzumachen, dich bloßzustellen, vielleicht ruft sie deine Eltern an, wie auch immer. Damit hast du gelernt, dass deine Wahrheit auch einen negativen Ausgang haben kann. Und das heißt, wir lernen bereits in frühester Kindheit, dass Wahrheit einen positiven und auch einen negativen Ausgang haben kann. Und jetzt, um den Bogen nochmal zu meinem Beispiel aus meinem Leben zu schlagen. Ich habe tatsächlich einen negativen Ausgang vermutet, beziehungsweise ich hatte keinen Plan, wie es weitergehen kann, wenn ich das jetzt ausspreche. Und ich habe mich dieser Situation absolut hingegeben. Und allein dadurch hat sich eben schon eine neue Situation kreiert. Und durch diesen Moment der absoluten Hingabe haben sich mir in diesem Moment neue Möglichkeiten und neue Schritte eröffnet, die sich mir nie gezeigt hätten davor. Also mein Verstand hätte das nie kreieren können. Sondern erst als ich mich dem Moment hingegeben habe und es vollkommen angenommen habe, haben sich mir diese neuen Möglichkeiten gezeigt und das Leben nahm wieder seinen Fluss. Ich kriege gerade von der geistigen Welt. Hingabe ist, wenn du im absoluten Vertrauen deines Selbst bist. Wenn du aus der Fülle heraus agierst und nicht aus einem vermeintlichen Mangel heraus. Ja, es macht Sinn. Denn wir befürchten auch immer nur dann negativen Ausgang, wenn wir aus dem Mangel agieren. Ist das nicht so? Ich versuche das gerade zu verstehen, was die geistige Welt mir gerade gesagt hat. Ich hatte schon vor dem Video, hatte ich Lady Nada, die aufgestiegene Meisterin Lady Nada im Kanal. Sie steht für Hingabe, für Sinnlichkeit, für bedingungslose Liebe. Und sie hat eine ganz, ganz zarte, wohlige, runde Energie, unwahrscheinlich sensibel, ganz, ganz zart. Sehr ähnlich wie der Jesus-Energie.
Sie sagt mir gerade, dass wir, wenn wir in der Hingabe sind, dass wir dann erkennen können, dass alles eins ist. Dann hebt sich die Spaltung auf. Okay, jetzt machen die Sachen Sinn. Wir sind dann nicht mehr in diesem bewertenden Raum, sondern wir sind in dem Raum der Einheit und der Liebe. Du bist in dem Raum der Einheit und der Liebe. Wenn du aus dieser Liebe heraus kreierst, dann kreierst du Liebe. Agierst du aus dem Raum der Gespalten, der Abgespaltenheit, dann kreierst du wiederum Schmerz und Blockaden. Und so wird sich das fortsetzen wie ein Feuer. Versuche dich mit jedem Atemzug in den Raum der Liebe zu begeben. Ganz im Einklang mit dir selbst zu sein, mit deiner Wahrheit, mit deiner inneren Fülle. Sei du selbst. Sei du mit dir selbst im Reinen. Sei ehrlich mit dir selbst. Kreiere aus deiner Wahrheit heraus. Es ist ein ganz rundliches Gefühl, es ist ein liebendes Gefühl. Wenn du aus dieser Energie schöpfst, wirst du Liebe kreieren und somit auch Liebe empfangen. Das Leben wird dich nähren. Es wird ein schönes Leben sein, was du kreierst. Mein Kind, verstehst du? Ich bin Lady Nada und ich schöpfe aus der Fülle meines Seins. Ich bin Lady Nada und ich trage das Sonnenlicht in mir, das Licht der Liebe, der geistigen Kraft, der absoluten Hingabe an dem, was ist die göttliche weibliche Energie? Lasse dich hinein versinken in genau diesen Moment und du wirst erkennen, was wahr ist, was wirklich wahr ist. Nur aus diesem einen Moment heraus wirst du Wahrheit, wahrhaftige Wahrheit erkennen können. Wahrheit ist, mein Kind. Wahrheit ist keine Definition, wie ihr Menschen das immer so gerne tun mögt. Wahrheit ist. Wahrheit ist ein Zustand. Wahrheit ist ein Gefühl. Wahrheit findest du in deinem Körper, in deinem Seinszustand, angedockt an die göttliche Quelle, an deinem Allwissen. Es ist so, wie es ist, mein Kind. Nehme das an. Nehme die Qualität des Seins an und reintegriere es in dein Leben. So wird dein Leben reich werden, Fülle sein, wahrhaftig sein, Liebe sein, Güte sein. Es wird ein freudiges Leben. Ein schönes Leben, ein ehrliches Leben, ein Leben in Verbundenheit, in allertiefster Verbundenheit, in erster Linie mit dir selbst und auch mit dem Universum, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Tieren, mit den Wesen um dir herum, mit der Natur. Du wirst es alles atmen, wie als ob es eins wäre.
was es ja auch ist. Du wirst dich atmen. Du wirst deine Umwelt atmen. Und du wirst vollkommen erblühen in dem, was ist, in deinem Einssein. Du wirst dich in dem, wer du bist, zutiefst wahrnehmen. Deinen inneren Wesenskern wahrnehmen. Und zugleich wahrnehmen, dass du alles bist. Alles, mein Kind, verstehst du? Alles. Du bist die Fülle. Du bist die Hingabe. Du bist die Liebe. Du bist das All-Eins-Sein. Vertraue dir. Vertraue deinem Lebensweg. Er wird dir immer dienen. Verstehst du, mein Kind? Immer dienen. Verzage nicht und lebe deine Liebe und deine Leidenschaft und deine Lust und deine Freude. Hier ist es sehr einfach, dem hinzugeben. Deswegen übe dich darin, deine Freude zu leben. Übe dich hier in der Hingabe. Dann wird es dir auch leichter fallen, in anderen, für dich schwierigeren Situationen, dich dem hinzugeben, weil du in der Fülle bist, weil du in der Liebe bist, weil du aus diesem Seinszustand heraus agierst, egal was ist. Gestalte dein Leben. Gestalte dein Leben. Nach deinen Wünschen, nach deiner Liebe, nach deinen Bedürfnissen. Und nach all dem, wonach du Lust verspürst. Das ist der Wegweiser für dich, für deine Fülle, die Fülle aller ist. Lebst du Fülle? Leben alle Fülle. Lebst du Liebe? Leben alle Liebe. Verstehst du, mein Kind? Das, was du bist, das ist nichts anderes als was du bist. Das ist. So kreierst du deine Welt. Deine ganz eigene Welt, die gleichzeitig die Welt aller ist. Und so kannst du eine schöne Welt kreieren, wenn du das möchtest. Eine Welt voller Liebe und Leuchtkraft, wenn das dein Ansinnen ist. Gestalte, mein Kind, und lebe. Lebe nach deiner Herzenslust, nach deinem Pläsier. Es ist das, was zählt und nichts anderes. Und das Leben wird dir dienen, weil du dem Leben dienst. Mein Kind, sei immer gewahr, du bist behütet und beschützt, solange du dir und deinem Leben dienst. Dann entsteht Magie in deinem Leben. Sei du, wie du bist. Wie du wirklich bist, wie du wahrhaftig bist, und
Gebe dich dem hin, ganz in der Annahme deines Selbst, im Wissen, dass du alles bist. So ziehe deine Wege, mein Kind. Du bist beschützt. Du bist geliebt. Hier die geistige Welt beschützen dich auf deinem Weg. Sei ganz im Vertrauen. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ganz inniglich. Sei dir dessen immer gewiss. Pur sein, echt sein, voller Hingabe an das, was ist. Was für eine schöne Botschaft eben. Ich werde mich jetzt hinlegen und das auch nochmal auf mich wirken lassen und sacken lassen. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Und möge dir dieses Video dienlich sein. Ich liebe dich.